Hallo und herzlich willkommen zurück zur 17. Episode des 3D Let's Plays Assassin's Creed 3. Beim letzten Mal haben wir schon ziemlich viele Informationen über die alte Zivilisation gekriegt und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir können zwar noch mal kurz mit ihr sprechen, aber... Ich wäre im Moment lieber allein. Sie ist natürlich weiterhin allein, am liebsten. So, wir gehen jetzt wieder in den Animus, wenn mir denn die Möglichkeit geboten wird. Das ist natürlich doof, dass sie jetzt im Weg rumsteht. Na, ah, okay. Viel Glück, Desmond. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter weiten Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Sequenz 6. Devonport Siedlung. Connor! Hast du einen Moment? Oh, wir sind natürlich. Ja schon deutlich älter geworden. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Schengbau. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Oh! Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Leicht unvorsichtig. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig! Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen! Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wir sind ganz schön wütend, was? Wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ach so. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Ja gut, dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Kutsche? Nee, ist ja langweilig. Obwohl, wie weit müssen wir denn? Ich guck mal kurz auf die Karte. Nach Boston ist natürlich nicht ganz so nah wahrscheinlich. Grenzland. Per Schnellreise, ja. Moment, ist das denn überhaupt richtig? Warte mal, ich guck nochmal kurz in die Richtung. So, in die Richtung muss ich. Ja, sieht richtig aus. Ja, wir haben ja nicht ewig Zeit, von daher benutzen wir lieber die Schnellreise. Ja, wirklich. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. Das sieht wieder recht weit weg aus. Wir können jetzt per Schnellreise nach da. Können wir auch per Schnellreise... Nee, können wir nicht. Okay, ich kümmere mich jetzt nicht um die ganzen Türme. Müssen ja auch irgendwie mit dem... Ah, okay. Nächstes Gebiet. Müssen auch irgendwie mit dem Let's Play langsam zu Potte kommen. Feindgebiet. Na, hoffentlich... Ja, okay, wir werden nicht direkt angegriffen. Wir werden auch nicht direkt verdächtigt. Das ist schon mal gut. Ich kann jetzt da hoch oder hier lang.
Verhalten wir uns mal nicht ganz so auffällig. Ah, hier waren wir doch schon mal, oder? War ja nicht diese Schießerei auf der Kutsche? Mais. Ganz so nah scheint es dann doch nicht zu sein, aber... Ah, okay. Jetzt kommen wir in die Stadt. Auch wenn wir jetzt deutlich gealtert sind, Benjamin Franklin wird wahrscheinlich auch noch leben. Ich bin mal gespannt, ob der noch eine größere Rolle spielt oder ob das jetzt so mehr oder weniger ein Kurzauftritt war. Ja, es ist ganz schön weit. Ich guck noch mal kurz auf die Karte. Wahrscheinlich bin ich jetzt fast da. Nee, bin ich noch nicht. Aber egal, da laufen wir jetzt noch hin. Aha, müssen wir zu den Schiffen. Auf zu den Docks. Obwohl, da sind noch Häuser. Durchgehend laufen, okay. Wie gesagt, ich bin noch leicht erkältet. Ich hoffe, ich klinge nicht mehr allzu verschnupft, aber ich habe immer noch Halsschmerzen und halte mich dementsprechend noch was zurück. Okay. Mission starten. Nee, jetzt nicht. Das sieht aus, als müsste ich da Sachen transportieren in Brieftasche oder... Wer weiß, mache ich aber jetzt nicht. So. Katze. Interagieren wir doch mal mit ihr. Ach ja. Ja, ist ja gut, Katze. Kaum geht man weg, fängt die an zu fauchen, aber vielleicht sind wir auch auf den Schwanz getreten oder sowas. Können wir an denen einfach vorbei? Ja. Da ist wieder mal eine Seite. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Gebäude. Komme ich jetzt gar nicht hoch. So, Almanachseite. Komm, jetzt will ich wenigstens einmal eine Almanachseite. Da sehe ich sie. Aber kriegen tue ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Fährt er da schneller hoch, Mensch. Und verloren. Nee, also irgendwie kriege ich diese Almanachseiten überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich habe bisher noch keine gefunden, also keine davon gekriegt. Aber egal, das lassen wir jetzt mal sein. Wir müssen handeln. Und ich rede von mehr als einer scharf formulierten Protestnot. Was hat er denn zu sagen? Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besitzt. Wen? Suri? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht? Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem... Aha. Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen Lecker. Rein. Oh.
Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Hallo? Ich treffe dich an unserem Ziel. Oh nein. Wie soll ich denn unter Bekanntheitsgrad 2 bleiben? Okay, das hat funktioniert. Endlich Gerechtigkeit! Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken? Bist du wohlauf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Doch ich werde leider erwartet. Okay, weiter geht's dann. Oh, jetzt werden wir entdeckt. So, gut, schnell genug weggelaufen. Das müssen wir uns echt vorsehen. Oh, da vorne läuft eine ganze Truppe rum. Was haben die Kinder denn? Wahrscheinlich wegen meinen Klamotten. Ja, da kommen noch mehr. Ich glaube, wir verziehen uns am besten über die Dächer. Oder auch nicht. Wir können uns auch einfach an die Wand lehnen. Kein Problem. Boah, hier sind aber viele Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die richtigen angegriffen habe. Ja, dann habe ich halt den Bekanntheitsgrad jetzt. Tja, das habe ich wohl nicht geschafft. Egal. Oh Gott, Bekanntheitsgrad 2 ist aber auch nicht gut. Ja, kletter da doch hoch, Mensch. So. Na, Mist. Okay. Versuchen wir es mal in der Richtung. Komme ich da über die Dächer? Ja. Das sollte funktionieren. So. Jetzt sind wir ja gleich schon da. Ja, ich will da runter. Baum. Kutsche. Ach so, hier ist die Tür.